Seit 2017 sitzt die Alternative für Deutschland im Bundestag. Wie erleben Sie die neue Fraktion? Der Ton ist nicht nur deutlich rauer geworden, sondern die AfD versucht nach wie vor, durch Grenzüberschreitungen Aufmerksamkeit zu erzielen. Insbesondere grenzt es sich eben nicht ab von rechtsextremen Gruppierungen. Und das ist der Punkt, an dem eine Kooperation auch nicht möglich ist. Ich bin allerdings der Meinung, wir dürfen sie auch nicht ignorieren und wir dürfen sie nicht pauschal attackieren, sondern wir müssen in der Sache uns um die Themen kümmern, die die Menschen bewegen. Und dann sind wir auch auf der richtigen Spur. Tägliche Provokation, das ist das eine. Eine Spendenaffäre, russische Einflussnahme, das sind handfeste Themen. Ja, die Dinge müssen wirklich aufgeklärt werden. Und die zeigen auch, dass der Lack ab ist und der hohe moralische Anspruch, mit dem die Partei angetreten ist, schon vergeben worden ist. Wenn der Vorwurf sich als zutreffend erweisen sollte, dass illegal Parteispenden akquiriert worden sind und man sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil erschlichen hat, dann wird das schwere Konsequenzen haben. Dem müssen jetzt die zuständigen Behörden nachgehen. Und das Gleiche gilt für die Information aus Moskau, dass ein Abgeordneter der AfD offenbar als Einflussagent betrachtet wird und man dort berichtet, er wäre absolut unter Moskauer Kontrolle. Das wirft schon schwere Fragen auf. Ich würde gerne wissen, was ein solcher Kollege in Moskau erklärt hat. Deutsche Interessen kann er nicht vertreten haben und deswegen müssen wir gegen solche Pseudopatrioten auch deutlich Stellung beziehen. Und wenn diese Partei, um ein drittes Beispiel zu nennen, beschlossen hat auf einem Parteitag, das Europäische Parlament abzuschaffen, dann müssen wir doch sehr deutlich sagen, die parlamentarische Kontrolle ist ein ganz wesentlicher Kern der Demokratie. Überall dort, wo Geld ausgegeben wird, müssen selbstverständlich Abgeordnete sitzen, die darauf achten, dass dieses Geld effizient und für die richtigen Ziele ausgegeben wird. Und darüber werden wir streiten, jetzt bei der Europawahl am 26. Mai. Danke.